das Erlebnis der Armut, wenn eine Musik aufhört. Nachträglich möchte man ausdrücken, welche Einbildungen Musik bewirkt. Man kann das, was Musik vermag, am ehesten ausdrücken durch diese Armut, die spürbar wird, wenn eine Musik aufgehört hat. Dann notiert man, wie ich einmal, 9.05.1988, Gruberowa, Zerbinetta, Arie aus Ariadne, ein Tag zum Bleiben. Wenn ich Wagners Isolde oder Richard Straussens Zerbinetta singen höre, denke ich immer, woher wussten Wagner und Strauss, dass es Menschen gibt, die so etwas zu singen vermögen? Andererseits, Wagner und Strauss mussten sich nicht wirklich darum kümmern, ob das, was sie da für Isolde und Zerbinetta schrieben, ob das von Frauen auch wirklich gesungen werden konnte. Sie schrieben es und damit war es, gesungen oder nicht, in der Welt.
der von einer Sopranstimme gesungene Komponist im Ariadne-Vorspiel erhebt sich ein paar Mal über das Molière-genährte Singspielgeplänkel ins absolut Gesangliche. Da hört sich dann alles Geplänkel auf und wir werden Zeuge des wirklichen Geschehens, nämlich des musikalischen Geschehens. Hoffmannsthal bot an als Text: Es gibt manches in der Welt, das lässt sich nicht sagen. Die Dichter unterlegen ja recht gute Worte, recht gute. Jedoch, Mut ist in mir, Mut, Freund. Die Welt ist lieblich und nicht fürchterlich dem Mutigen. Was ist denn Musik? Musik ist eine heilige Kunst. Und endet so: Die heilige Musik. Für diese ganz und gar irdische, nämlich vollkommen schöne Sakralisierung, verlässt der Komponist C-Dur und feiert die Kunst in weichem, aber in, heißt es, enthusiastischem S-Dur. Da passiert etwas mit den vom Dichter unterlegten Worten, was man Transsubstantiation nennen darf. Und das ist, um im Bild zu bleiben, nichts anderes, als wenn bei jenem Abendmahl Brot und Wein in den Leib des Herrn verwandelt wird, zu keinem anderen Zweck, als dass wir ihn empfangen können. Ohne diese Musik wäre da nichts als die Inhaltsangabe eines wunderbaren Verlaufs. Der Text kann dem musikalischen Geschehen den Weg bereiten, gehen kann er ihn nicht. Der reine Ausdruck ist nur der Musik möglich. Und weil in der Sprache das Gesagte nie ganz aufgeht, der Inhalt bleibt immer noch als solcher bestehen, die Mitteilung bleibt in der Sprache jenseits des Ausdrucks, das erwarten wir sogar von der Sprache, leider. Die Musik kann sich bekanntlich als solche mitteilen. Das heißt, sie kann, was sie auch noch mitteilt, ganz in Musik auflösen, zum Beispiel eben in eine Frauenstimme. Hier darf daran erinnert werden, welche Strecke die Frauenstimme in Europa zurücklegen musste, um bei Richard Strauss anzukommen und ihm die Frauenstimmenvollendung zu ermöglichen. Soweit ich weiß, hat ihn seitdem niemand übertroffen. Ich kenne nichts, was die Verwandlung von etwas Unerträglichem in das Allerschönste so vermöchte wie eine Frauenstimme. Die amerikanische Dichterin Anne Carson hat in einem Essay unter dem Titel »Das Geschlecht des Klanges« mitgeteilt, dass Aristoteles geschrieben habe, die hohe Stimme der Frau sei ein Beweis für ihren bösartigen Charakter. Denn tapfere und gerechte Geschöpfe wie Löwen, Stiere und der männliche Mensch hätten ja tiefe Stimmen. Und von Euripides zitiert Anne Carson: Denn den Frauen ist es eine Lust, ihre Gefühle spontan in den Mund aufsteigen und über die Zunge herauskommen zu lassen. Damit kann man schon eher etwas anfangen. Und trotzdem, welch ein Weg von da bis zu Isolde und Zerbinetta. Nicht zu vergessen der christliche Anteil an dieser Unterdrückungsstrecke. Paulus, der einflussreichste Kirchenintellektuelle, hat es formuliert: Mulieres in Ecclesia taceant. Jetzt aber Zerbinetta. Sie, die traditionell als flatterhafte Weibsperson verschriene, soll der dem treulosen Theseus für immer nachtrauenden Ariadne beibringen, dass es mehr als einen Mann, dass es immer wieder einen anderen Mann gebe. Schon im Vorspiel lassen Dichter und Komponist diese Zerbinetta weit über das bekannte Kulissengeschöpf hinauswachsen. Zerbinetta hat zwar auch schon im Vorspiel dramaturgisch den Gegenkurs zur trauerschweren Ariadne zu liefern. Aber sie singt, sie, die Kokette, sie scheine munter,
sei aber doch traurig. Sie sei ein törichtes Mädchen, das sich manchmal zu sehnen verstünde nach einem, dem sie treu sein könnte, treu bis ans Ende. Darauf der Komponistensopran: Du bist wie ich, das Irdische unvorhanden in deiner Seele. Darüber hinaus müssen nachher in der Oper Zerbinetta und Ariadne nicht gelangen. Ariadne, das Gegenspiel zu Zerbinetta. So hat der Dichter im Jahr 1912 in seinem alles bedenkenden Brief an den Komponisten formuliert. Und den puren Sinn seiner Operndichtung hat er so gefasst: Wer leben will, der muss über sich selber hinwegkommen, muss sich verwandeln, er muss vergessen. Und dennoch ist ans Beharren, ans Nichtvergessen, an die Treue alle menschliche Würde geknüpft. Das nennt er einen von den abgrundtiefen Widersprüchen, über denen das Dasein aufgebaut sei. So stellt und erläutert der Dichter dem Komponisten die Aufgabe. Zum Glück hat der Dichter schon im Vorspiel den Gegensatz Zerbinetta-Ariadne so gut wie aufgehoben. Er braucht zwar die Zerbinetta-Rolle, um dem Ariadne-Schmerz eine Relativierung anzubieten, aber da lernen wir Zerbinetta erst recht als eine Schmerzebenbürtige kennen, allerdings auch eine Schmerzüberwinderin. Die wüste Insel Naxos wird zu einem Seelenzustand. Es gibt unzählige solcher Inseln des Schmerzes, der Vergessenheit, der Verzweiflung. Zerbinetta selber hat, singt sie, ihrer mehrere bewohnt. Gut, treulos sind die Männer, aber eben die Frauen auch. Das Don Juaneske Nacheinander der Affären krönt Zerbinetta mit dem Geständnis, und ach, zuweilen waren es zwei. Das zu singen bedarf es eines Rezitativs plus Arie für Sopran. Eine Musik, die die Banalität des zwischen den Geschlechtern üblichen einfach zersingt. Die Frauen seien nicht gefeit, heißt es da, gegen Verwandlungen. Für das Wort Verwandlungen werden 21 Noten gebraucht. Um auszudrücken, dass es sich um grausame, entzückende, unbegreifliche Verwandlungen handelt. Und im Unterschied zu Mozart lässt Richard Strauss die Liste der Liebhabereien nicht durch einen Leporello, sondern durch die Liebhaberin selber herauf und herunter singen. Und um auszudrücken, dass sie als Objekt dieses erotischen Prozesses immer aufs Neue in ein beklommenes Staunen verfällt, braucht sie für das Wort Staunen 30 Noten. Dann eine Kadenz, in der in Triolen und Trillern wortlos besagt wird, dass dabei ein Herz sich selber nicht versteht. Zuerst fasst es sich fast mozartisch schön oder seren, auf jeden Fall klassisch für den Inhalt, als ein Gott kam, jeder gegangen, um sich dann aber förmlich im Melodiösen aufzulösen. Für hingegeben braucht sie 37 Noten. Und dann das abschließende A. Da sind nicht mehr zählbare Noten, das größte, innigste, unbändigste, hingegebenste A, in der an solchen Lauten nicht armen europäischen Ausdrucksgeschichte ist. Und reicht über zwei Oktaven, und dann kam der neue Gott gegangen, hingegeben war ich stumm. So macht eine Frauenstimme uns alles verständlich, was wir nicht verstehen wollen. Die Naturgeschichte der weiblichen Untreue oder die gesungene Legitimität der weiblichen Untreue. Und so hat Hoffmannsthal also das Dichterprogramm seinem Komponisten brieflich erläutert, und dennoch ist ans Beharren, ans Nichtvergessen, an die Treue alle menschliche Würde geknüpft. Einerseits erbringt Musik die vollkommene Legitimität weiblicher Untreue. Andererseits soll alle menschliche Würde an Treue geknüpft sein. Ich möchte, um eine Art Erträglichkeit in diese Zumutung zu bringen, die operndramaturgisch unvermeidbare Trennung der Frauenstimmen
in eine Zerbinetta und eine Ariadne-Stimme. Ich möchte die einmal rückgängig machen. In meiner Empfindung sind Zerbinetta und Ariadne eine Person. Zerbinetta singt das Leben, Ariadne singt nicht den Tod, sondern das Leid. Aber für mich ist die leidende Ariadne eine Zerbinetta in einer anderen Phase. Ich weiß, Hofmannsthal besteht auf der Gegenüberstellung der Frau, die nur einmal lebt, und der, die viele Male sich gibt. Als Grundlage für Dramaturgie muss man das wohl gelten lassen. Ich glaube aber, Zerbinetta denke jedes Mal, wenn sie wieder lebt, diesmal sei es für immer. Und ich kann mich dabei auf jenen Zerbinetta-Satz aus dem Vorspiel berufen, als sie sich ein törichtes Mädchen nennt, das sich auch nach einem sehnen will, dem sie treu sein könnte, treu bis zum Ende. Man kann die Zerbinetta-Arie hören, ohne an ihre dramaturgische Funktion zu denken. Sie ist ein Lehrstück, aber nicht ein Lehrstück, in dem doziert wird, sondern eines als Selbstversuch. Die Musik ist die Praxis dieses Selbstversuchs, gipfelnd eben in der Kadenz, in der die Mitteilung nur noch Musik ist. Was danach mit Harlekin vor und hinter den Kulissen passiert, ist Tribut an eine weniger subtile Bühnentradition. Harlekin ist für Zerbinetta so wenig speziell wie nachher Bacchus für Ariadne. Das Lehrstück braucht keine Individuen. Zerbinetta singt das Leben, Ariadne die Kultur. Die Männer sind dabei das Ein und Alles, aber wer jetzt gerade Ein und Alles ist, ist weniger wichtig. Der Dichter, gebunden an die ganz von selbst kulturell, sprich human, sprich moralisch tendierende und reflektierende Sprache, der Dichter hat zwar die ganze tolle Unmöglichkeit des Lebens hingeschrieben, aber er blieb verglichen mit dem Komponisten doch im Rahmen, eben in dem der Kultur, der Humanität, der Moral, in dem von ihm selbst für den Komponisten formulierten Rahmen, dass die menschliche Würde aus dem Nichtvergessen, also aus der Treue sprösse. Richard Strauss hält sich nicht daran. Sein über zwei Oktaven und unzählbar viele Triolen-Triller und von jedem Pianissimo bis in jedes Fortissimo reichendes A sprengt den Rahmen, in dem die Würde gedeiht. Aber keinen Augenblick lang ist diese orgiastische A-Kadenz unverschämt oder auch nur aggressiv. Sie ist innig, zu Herzen gehend. Das ist sozusagen das Schlimmste, dass wir dieser absoluten untreue Musik nichts entgegenzusetzen haben. Zerbinetta bzw. die Musik, Zerbinetta und die Musik machen die Untreue vor, unmittelbar. Kierkegaard über die Don Giovanni-Musik. Die Musik drückt nämlich stets das Unmittelbare in seiner Unmittelbarkeit aus. Heißt es also das Unerträgliche in seiner Unerträglichkeit? Wir können nichts dagegen haben, dass Zerbinetta uns durch den Nächsten, der ihr wie ein Gott erscheint, ersetzt. Nicht betrügt, darum geht es nicht, sondern ersetzt. Wir können nichts dagegen haben, damit meine ich nun doch uns bzw. die Männer. Der Kultur zuliebe hat der Dichter in den zwei Frauen einen Gegensatz zwischen Liebe als Ausgeliefertsein an den Wechsel und Liebe als Treue dargestellt. Im Sinn des Lebens ist dieser Gegensatz kein Widerspruch, sondern eine natürliche Folge, der Verlauf eines erotischen Wettergeschehens. Der betroffene Mann, also der von der weiblichen Untreue getroffene Mann, kommt in dieser Oper nicht vor. Er ist überflüssig. Wie Zerbinetta sich musikalisch exponiert, lässt uns erleben, wie dem Mann, sagen wir jetzt bürgerlich, wie ihrem jeweils letzten Mann zumute sein muss, wenn er seine Frau so erlebt. Zerbinettas vor nichts Halt machender Gesang ist,
so sehr einem das durch diese Töne ausgedrückte gegen den Strich gehen mag, dieser Gesang ist als solcher so einnehmend, dass man sich eingestehen darf, man genieße auch, was einem eigentlich gegen den Strich gehen muss oder müsste. Dass diese Musik aber die Ursache unseres sehr gewöhnlichen Lebensschmerzes so schön werden lässt, das sollte einen auch noch dankbar stimmen. Zerbinetta und Ariadne als zwei Phasen weiblicher Existenz, gesungen von einer Frauenstimme, das wäre keine Oper mehr, aber es wäre ein Erotikoratorium, in dem die Frau endlich zur Gänze erlebbar würde. Wenn ich mich abmühe, erstens die Zerbinetta als absolute Musikhandlungsheldin darzustellen und zweitens Ariadne als ein anderes Stadium dieser Erotikbiografie schlechthin, dann kann ich mir wirkliche Hilfe holen beim heiligen Kierkegaard. Alles, was er in Entweder-Oder über Mozarts Don Juan geschrieben hat, gilt auch für die Zerbinetta von Richard Strauss. Fast alles. Don Juan heißt es da, Don Juan ist die Inkarnation des Fleisches oder die Begeisterung des Fleisches aus des Fleisches eigenem Geist. Kierkegaard kennt nicht Pfitzners drastischen Satz, über Musik reden sei wie reden über gemaltes Essen, aber er kennt die Versuchung, einer Musik sprachlich zu entsprechen und er kennt die Unmöglichkeit. Also will er sich hüten, ich zitiere, in linguistischer Brunst die Impotenz der Sprache zu bekunden. Und trotzdem tut er das dann gelegentlich auch, wie jeder, glaube ich, der Musik ausgesetzt ist und darüber Auskunft geben will. Don Juans Wesen ist die Musik, formuliert er lapidar. Zerbinettas Wesen auch, füge ich jetzt einfach dazu. Einmal liefert er mir sogar eine Rechtfertigung dafür, dass ich Zerbinetta und Ariadne als zwei Stadien des Weiblichen bezeichne. Kaum rufe ich Kierkegaard her, nenne ich die Phasen gleich Stadien. Kierkegaard kritisiert eine aus dem Mittelalter stammende Aufteilung. Ich zitiere, des Lebens großartige Dialektik wird hier ständig in repräsentierenden Individuen veranschaulicht, welche im Allgemeinen einander paarweise gegenüberstehen. Und er führt auf, Faust, Wagner, Don Quixote, Sancho Panza, Don Juan Leporello und fährt fort, die große dialektische Einheit, welche das Leben unter beiderlei Gestalt in Einheit besitzt, wird nicht geahnt. Dialektische Einheit, das ist mein Stichwort. Dafür darf ich die Operndramaturgie aufheben und Zerbinetta und Ariadne als eine Einheit sehen, in der des Lebens großartige Dialektik in mehreren Stadien erlebbar wird. Und ich muss sagen, in diesem Abstraktionsgrad wird, was Zerbinetta singt, so eng an die Ariadne-Folge gebunden, dass das Erlebnis nur noch den gewöhnlichen Schönheitsschmerz liefert. Auf jeden Fall kann man versuchsweise so tun, als ließe sich das Wichtigste, der bare Schmerz, wegmusizieren. Wir brauchen die Antwort auf den baren Schmerz, die Ausdrucksantwort. Der schön gemachte Schmerz, das ist Musik. Und unser Leben und diese Welt, alles ist derart, dass wir es ohne Ausdrucksantwort auf alles nicht aushielten. Und selbst wenn das nicht stimmt, wenn es uns feiner macht, als wir sind, dann sage ich, wir wollen die Welt und uns selbst nicht aushalten als solche. Wir wollen uns bergen und bewahren in der Ausdrucksantwort auf alles, also in der Musik. Wenn ich versuche, die Oper statt persönlich
nur noch kulturell ernst zu nehmen, wird alles gleich viel bequemer. Das heißt dann, die Männer haben lange genug das Monopol der Treulosigkeit gehabt. Ich habe Zerbinetta zuzugestehen, es sei höchste Zeit gewesen, dass einmal eine Frau die Affärenliste bzw. Registerarie heruntersinkt. Die Legitimität der weiblichen Untreue ist nicht anzuzweifeln, so peinlich und prekär das einem persönlich werden mag. Richard Strauss hat seinen Dichter überaus ernst genommen. Der Text buchstabiert eine Art natürlicher Unvermeidbarkeit der Untreue. Dabei ist dann durch die Musik nichts Leichtfertiges, Flatterhaftes, Commedia dell'arte mäßiges übrig geblieben, sondern eben die Ausrufung eines weiblichen Naturrechts auf Untreue oder weniger die Ausrufung eines Rechts, das wäre männlich, als die Demonstration einer Notwendigkeit, die man eine Naturnotwendigkeit nennen darf. Das alles soll zwar dramaturgisch dazu dienen, Ariadne beizubringen, dass es auch ein Leben nach Theseus gibt, aber die Art, wie Dichter und Komponist diese dramaturgische Funktion realisieren, zeigt, dass hier an eine Verselbstständigung gedacht war. Gute 11 Minuten lang singt Zerbinetta die Unvermeidlichkeiten ihrer Liebesbiografie heraus. Und das ist dann eben doch nichts anderes als eine Menschenrechtserklärung nach Art der Frau. Von hier aus könnte man eine Richard Strauss-Ideologie entwerfen und würde ihn verfehlen. Was er allenfalls zu verkünden hatte, ging nur über die Frauenstimme. Und die ist schlechthin anti-ideologisch. Warum hat denn Richard Strauss den Komponisten für einen Sopran geschrieben und nicht für einen Tenor? Weil die ganz und gar irdische Heiligkeit der Musik, weil diese Balance aus Geistigkeit und Sinnlichkeit nur einer Frauenstimme gelingen kann. Als dem Werk nach 4-jähriger Aufführungspraxis seine endgültige Form gegeben worden war, hat Richard Strauss den Wunsch aus dem Mannheimer Theater abgelehnt, den Komponisten von einem Tenor singen zu lassen. Von einem Lümmel von Tenoristen, schrieb er zurück. Nein, er habe es sich, schreibt er, seinerzeit genau überlegt, warum der junge, etwa 18-jährige Komponist nicht von einem Tenor gesungen werden soll. Der Heldentenor sei zu grobschlächtig, der lyrische meistens zu talentlos. Und wenn man dann erfährt, dass Richard Strauss für die Uraufführung der endgültigen Fassung 1916 in Wien Lotte Lehmann entdeckt hat für die Komponistenrolle, dann weiß man, warum er diese Partie nie mehr von einem Mann singen lassen konnte. Er rät diese Rolle dem jeweiligen Rosenkavalier zu übergeben. Das ist das Frauenstimmenstichwort schlechthin. Octavia, der Sopran oder Mezzosopran, der zwei Frauen seine rückhaltlose Liebe hinsingen muss und in weiblicher Verkleidung ein Mädchen nachmachen muss, das einen Mannstölpel blamiert. Die Rosenkavalier-Männer sind nicht viel erwähnenswerter als die der Ariadne. Aber die Liebeserklärungen Octavians, die an die Marschallin und erst recht die an Sophie, das ist eine so absolute Liebesmusik, dass die Vorstellung, so etwas sollte von einem Tenor gesungen werden, gar nicht auftauchen kann. Und das ist das eigentliche Richard Strauss-Wunder, dass er uns zwei Menschen in vollkommener Liebe erleben lässt und dabei die Naturvoraussetzung, die biologische Differenz, streicht, wissend, dass eine solche Steigerung der Intimität nur mit Frauenstimmen möglich ist. Wenn Octavian auftragsgemäß der dramaturgisch vorgesehenen Braut Sophie die silberne Rose überreicht, riecht sie daran, findet die Rose rieche wie eine lebendige. Octavian erklärt das mit einem Tropfen persischen Rosenöls, aber
Sophie singt sofort darüber hinaus, die Rose rieche nicht irdisch, sondern himmlisch. Und dann singen sich beide hinein in eine Liebe, von der sie beide noch nichts wissen, von der der Text noch nichts wissen darf, die aber in den Berührungen der beiden Frauen stimmen, in den Steigerungen, in die sie sich hineinsingen müssen, übermäßig zum Ausdruck kommt. Und niemals könnten ein Tenor und ein Sopran einander so umschlingen, einander so nahe kommen, einander so steigern, ineinander sich so verlieren, wie diese zwei Frauenstimmen. Einmal musste Richard Strauss sein naturnotwendiges musikalisches Handeln auch gegen seinen Textdichter verteidigen. Hoffmannsthal bat ihn tatsächlich 2 Jahre nach der erfolgreichen Uraufführung der endgültigen Ariadne-Fassung, ein Stück der Ariadne, ein einziges, völlig umzukomponieren, nämlich die große Arie der Zerbinetta. Die sei, so wie sie ist, schreibt er, ein tatsächliches Hemmnis für das Leben dieser Oper in der enormen Schwierigkeit einer entsprechenden Exekution dieser Koloraturpartie, ohne dass diese Koloraturen, halb ironisch, wie sie gebraucht sind, eine wesentliche Stärke des Ganzen bilden. Durch die Forderungen, die in diesen Koloraturen liegen, ergibt sich nun eine eigentümliche, beständige Besetzungsschwierigkeit. Fast alle jene jüngeren und anmutigeren, dem Soubrettenfach nahestehenden Sängerinnen, welche eigentlich die Gestalt, das weiblich schwache, unheroische Gegenbild zu Ariadne verkörpern würden, sind von der Rolle ausgeschlossen, weil sie den Kunstgesang nicht bewältigen können. So hätte Hoffmannsthal die dichterische Aufgabenstellung, die Richard Strauss mit nichts als Musik löste, verraten. Zerbinetta als Soubrette. Dabei hat er doch selber im Vorspiel seine Zerbinetta aus der lustigen Person-Tradition emanzipiert, hat den Komponisten-Sopran singen lassen, du bist wie ich, das Irdische unvorhanden in deiner Seele. Und es kommt unter Zerbinettas Mitwirkung zu jener ganz und gar irdischen Sakralisierung der Musik. Hätte Richard Strauss, der gelegentlich seinem Dichter brieflich bekennt, ihr Wunsch ist mir Befehl, hätte er da gehorcht, hätten wir eben keine revolutionäre Oper, die dem weiblichen Naturrecht die höchste Legitimität ersingt. Hoffmannsthal rät seinem Komponisten, die Arie neu zu komponieren, und zwar mit, schreibt er, melodiöser Biegsamkeit. Das heißt, er rät ab von der Musik und rät zur Vertonung seines Textes. Richard Strauss war offenbar unverführbar. Er war sich der absoluten Handlungsqualität dieser Koloratur bewusst und hielt sie nicht für halb ironisch. Um gerecht zu sein, muss hier angemerkt werden, dass Richard Strauss in seiner Sopranseligkeit auch seinen Textdichter gelegentlich in Versuchung führte und dass es dann der Textdichter war, der widerstehen musste. Das Paradebeispiel kommt vor in der ägyptischen Helena. Strauss hätte den von Helena entflammten Araberprinzen Daoud nur zu gern als Sopran komponiert. Da musste Hoffmannsthal wirklich deutlich werden. Daoud von einer Frau singen zu lassen, das wäre, schreibt er im Mai 1927, das wäre das Verkehrteste vom Verkehrten. Wo immer Helena hingelangt, sogleich sammelt sich um sie das männliche Element der Welt zu neuen Konflikten. Man muss ihm zustimmen. Daoud sieht Helena und ist verloren. Er kann eher für sie sterben als leben. Und das passiert ihm dann auch. Also den als Sopran zu fassen, das ist, als würde ein Komponist eine Marilyn Monroe, John F. Kennedy Oper schreiben und möchte dann Kennedy als Sopran auftreten lassen. Goethe hat in seinem Helena-Akt im Faust II seine Helena, eine Affäre mit Achill, so erwähnen lassen. Ich als Idol, ihm dem Idol, verband ich mich. Heute wären das 2 Stars, 2 Mega-Berühmtheiten und die müssen leider
zweierlei Geschlechts sein. Sie haben ja recht, schrieb der vernunftbereite Strauß zurück und fuhr doch, Sopran besessen und nur ein bisschen kompromissbereit fort. Ich habe nun Daoud als Tenor geschrieben, gebe aber zugleich ein Arrangement an, wie die im Notfall von einem Mezzosopran gesungen werden kann. Dieser Notfall, der für Strauss der Idealfall gewesen wäre, ist, soweit ich weiß, in der Aufführungspraxis der ägyptischen Helena immer vermieden worden. Was Hofmannsthal aus der europäischen Helena-Überlieferung herausarbeitet, ist der Versuch, uns jenes von Zerbinetta ersungene Naturrecht der Frau in einer Hauptrolle und dazu in einer sozusagen absoluten Frau zu präsentieren. Zerbinetta hat schon als Text die ganze Strecke weiblicher Erfahrung erbracht. In der Musik passiert dann, was ein Text nur mitteilen, aber nicht mehr ausdrücken kann. Das in einer Begleitfigur zu praktizieren, ist sicher leichter, als wenn man es in der dafür geschichtsberühmten Überfigur, Überfrau, der Zeus-Tochter Helena darstellen will. Das ist ja schon die Krux. Helenas Mann hat weder in der Oper noch im Mythos eine Chance. In der Hofmannsthal-Version wird Menelaos noch unterlegener als bei Homer, Euripides oder Goethe. Die vom Zeus-Schwan gezeugte Helena tut alles, um ihm, wenn sie nach 10 Jahren Troja und Paris und Konsorten mit dem Schwert zurückerobert wird, um ihm ein Weib, sein Weib zu sein. Aber Menelaos sieht in jedem jungen Mann gleich wieder Paris und muss den töten. So den leidenschaftlichen Araberprinzen Daoud. Hofmannsthal schrieb nach getaner Arbeit an Max Rüchner über seine Helena, wie sie in jeder Lage souverän bleibt, völlig Frau, aber Göttin mit einem Menschen vermählt. Am Anfang der Arbeit, 1923, nennt er sie einmal ein schönes Pendant zu Ariadne. Und er zitiert, was der beschlagenste Erklärer des Fraulichkeitsproblems in der Antike, der Autor des Buchs über das Mutterrecht, Johann Jakob Bachofen, über Helena formulierte. Nicht dazu ist Helena mit allen Reizen Pandoras ausgestattet, dass sie nur einem zu ausschließlichem Besitz sich hingebe. Aber wie soll mit einer solchen Frau ein irdisches Ehedrama gut ausgehen? Zuvor noch auch Goethes Helena-Akt im Faust II beweist, dass die vielgescholtene nicht erfolgreich, ich meine dramatisch erfolgreich domestizierbar war. Trotz wunderbarer Verse ist die von Mephisto arrangierte Entführung Helenas auf die mittelalterlich nordeuropäische Faustburg nichts als eine versverzierte Aufbahrung des gewaltigen antiken Angebots. Dabei hat dieser Helena-Akt in Sparta wunderbar bedrohlich begonnen, aber die Luftreise in den Norden hat es dann nicht gebracht. Hofmannsthal hat sich an einer interessanteren Helena-Tradition bedient, die Goethe, wie ein Vers verrät, auch kannte, die ihn aber offenbar kalt ließ. Und diese Version, nicht Helena, wurde von Paris nach Troja entführt, sondern ein Phantom, ein Ebenbild, ein Imitat. Die Überlieferung, am meisten von Homer ernährt, wollte ja, dass der Spartaner König Menelaos total betrogen wird. Er begräbt seinen Großvater auf Kreta, da haut die mit dem Trojanerprinzen Paris ab. Paris und Helena sofort verliebt, sie dann seine Frau. Und als er im Kampf in Troja fällt, Paris, die Frau seines Bruders, und weiß Gott, wessen Frau sonst noch? Also rast in der Überlieferung der griechische Sieger Menelaos durch das brennende Troja und säbelt nieder, was sich ihm in den Weg stellt, zum Beispiel einen Paris-Bruder, und durchsucht den Helena-Palast und findet sie in der letzten Kammer, wo sie ihm ängstlich entgegenkauert, wissend, dass ein so betrogener Ehemann und König
sie nur umbringen kann. Das alles verhindert die Version der ägyptischen Helena. Menelaos und Helena werden in ein orientalisches Hollywood gezaubert. Mit Hilfe von Vergessenstrank sollen die bösen Jahre ausgelöscht werden. Helena erscheint so jung, schön, wie sie vor dem ganzen historischen Schicksal war. Aber das Paar schafft trotz der Vergessensmedizin keine glückliche Gegenwart. Der Vergessenstrank ist keine Lösung, also Erinnerungstrank. Menelaos soll lernen, mit der Vergangenheit dieser Frau zu leben. Da sind wir also wieder beim Zerbinetta-Thema. Und er bleibt der betrogene Ehemann. Er kann zwar, was war, mit Hilfe von Betäubungsmitteln vergessen, aber ohne Droge ist er dem Schmerz ausgeliefert. Und nur eine Dea ex machina in Gestalt der Tochter Hermione, die Helena damals als Paris zugriff, in Sparta glatt vergessen hat. Nur durch ihre Herbeizauberung kommt die Oper an ein dramaturgisch glückliches Ende. Auch Euripides, der zuerst diese Helena auf die Bühne brachte, auch er schafft ein glückliches Ende. Das ist mit seiner Helena keine Kunst. Man muss an diese antike Version erinnern, um ermessen zu können, wie weit sich Hofmannsthal und Strauss vorgewagt haben. Das treue, untreue Problem gibt es in der Helena des Euripides nicht. Bei ihm geht es darum, wie können die Menschen, obwohl die Firma Zeus alles, was geschehen soll, schon entschieden haben will, wie können die Menschen doch noch einen Fuß bringen in diese und jene Schicksalstür? Die Helena-Menelaos-Handlung ist da das hohe Lied ehelicher Liebe plus Treue. Angestimmt und durchgehalten gegen die Gewitter, die durch das mythische Techtelmechtel der Olympier entstehen. Der Euripides Menelaos hat eine einzige Dialogzeile des Zweifels. Helena ersinnt eine List, wie sie und Menelaos der Gewalt des Ägypters entkommen können. Wenn nicht, sagt sie, bist du des Todes und mich vermählt Gewalt. Und Menelaos, Verräterin, vielleicht erhoffst du sie. Sie schwört glaubhaft das nicht. Wie wichtig Hofmannsthal und Strauss aber die Uneroberbarkeit der Frau ist, sieht man eben an der Verwandlung dieses brav-heroischen, den Göttern dies und das abhandelnden Euripides-Paars, von der Verwandlung in die vor prinzipieller Disharmonie knisternde Partie, braver Mann, glamouröse Frau. An dieser Oper ist groß und schön und wunderbar, wie Strauss die Überfrau Helena zur Menschenstimme geschaffen hat. Menelaos muss musikalisch meistens nur einfache, wenn auch schmerzbewegte Haltungen exekutieren. Wenn im Textbuch steht, Helena blickt ihn voll an, geschieht unvergleichlich viel mehr Musik, als wenn Menelaos singen darf, ewig erwählt von diesem Blick, voll vermählt, o großes Geschick. Er darf hauptsächlich gereimtes Unglück singen. Sie aber, Helena, zersingt alle Unlösbarkeiten, die in dieser Handlung traditionell enthalten sind. Uns ein irdisch säkularisiertes Helena-Programm anzubieten, das darf nur Musik wagen. Als bloßes Textwerk müsste das in einem Drahtverhau elender Hin- und Her-Argumente enden oder eben strindbergisch explodieren. Zerbinetta Ariadne und Helena sind als Frauenrollen in der Operntradition revolutionäre Taten. Hofmannsthal nannte, während er am Ariadne-Text arbeitete, in einem Brief an seinen Vater die Ariadne-Oper das kleine Divertissement oder in einem Brief an Rudolf Borchardt dieses kleine Stück. Das mag es in anderer Hinsicht sein, vielleicht in der Textintensität verglichen etwa mit dem Elektra-Text, aber was die Stimmführung der Frauen angeht und was eben durch diese Stimmen musikalisch gehandelt wird,
Das ist als Botschaft revolutionär. Was haben denn in dem Jahrhundert davor Opernfrauen zu singen und zu tun gehabt? Senta musste sich vom Felsen ins Meer stürzen, um den fliegenden Holländer zu erlösen. Elsa muss tot zu Boden sinken, weil sie es gewagt hat, Lohengrin zu fragen, woher er komme. Elisabeth und Tannhäuser sterben, sobald ihre Seelen als gerettet gelten können. Isolde bleibt nichts übrig, als Tristan nachzusterben. Kundrick kann nur durch den Tod erlöst werden. Und parallel zu diesen Frauenverläufen sterben die Verdi-Frauen. Gilda wird erstochen, Luisa und Leonore nehmen Gift. Aida schleicht sich in die Grabkammer, um dem Geliebten nachzusterben. Violetta opfert sich für ihren Alfred. Vollzogen wird das Opfer durch die Schwindsucht, die ja dann auch noch bei Puccini als strafendes Frauenschicksal auftreten darf. Zwei lebenspralle Puccini-Heldinnen, Butterfly und Tosca, müssen sich richtig selber umbringen. Nicht für nichts und wieder nichts, sondern weil die Männer anders ihre glorioseren Schicksale nicht so heroisch bestehen könnten, wie es sich in diesem Jahrhundert gehörte. Hast du zur Nacht gebetet, Desdemona? Das war der Satz, der in jede weibliche Partie gepasst hätte. An dem, was Mozart auf der Opernbühne hinterließ, kann diese frauliche Todverfallenheit nicht gelegen haben. Mozart hat mit weiblicher Treue und Untreue hohen Musikspaß produziert. Aber durch Don Giovanni hat er dann doch die Untreue wie für immer zur Männersache gemacht. Das konnte er sich nicht leisten, ohne seinen Helden dafür mit ewiger Verdammnis bestrafen zu lassen. Aber bei aller Drastik dieser Szene, Don Juan überlebt als Mythos. Seine Unfähigkeit, treu zu sein, gilt als Stärke schlechthin. Während schon aus dem Hamlet herübertönt, Frailty, thy name is woman. Also das Natürliche, gar Naturrechtliche, wird bei der Frau zur Schwäche, zum Mangel schlechthin. Don Juan war unser Pate. Denken wir den fliegenden Holländer dialektisch zu Ende, dann heißt das, der Holländer braucht eine treue Frau, dann kann er erlöst werden. Das ist für die Frau das Todesurteil. Wenn sie stirbt, ist er sicher, dass sie ihm nicht untreu ist. Dann ist er erlöst. So könnte sich die Dialektik der Liebe in einem fortfretten, wenn man nicht aufpasst. Und in diese für Frauen desaströse Tradition hinein schreiben Hoffmannsthal und Strauss ihre Frauenrollen, ihre Frauenstimmen. Jedem Text kann man widersprechen, nicht jeder Musik. Und wenn irgendwo, dann gilt bei diesem Thema prima la musica dopo le parole. Horst-Jürgen Gehrig hat über ein Thema nachdenkend, das zwischen Psychologie und Mythos schwankt, festgestellt, dass an die Stelle der psychologischen Erklärung die nicht zu hinterfragende Plausibilität des Mythos treten können. Diesen Satz anwendend kann man sagen, der Textdichter müht sich, den unlösbaren Widerspruch zwischen Natur und Kultur zu einem halbwegs erträglichen Ende zu bringen. Der Komponist aber kümmert sich nur um das Absolute. Musik macht den Mythos. Und nur vom Mythos lassen wir uns eine Zumutung gefallen, die psychologisiert zur Rechthaberei wird und längst dem Boulevard gehört. Vom Mythos lassen wir uns fast alles gefallen, aber eben nur mit Musik. Erinnern wir uns, vorher mussten die Frauen sich unseren Don Juan-Mythos gefallen lassen, jetzt sind wir dran, uns die Mythen Zerbinetta, Helena gefallen zu lassen. Und zuzugeben ist, singend bringt einen Helena fast herum. Sie findet Töne von glorioser Innigkeit, um Menelaos erlebbar zu machen, dass sie jetzt, was auch immer, mit wem auch immer war, dass sie jetzt ist, was sie jetzt ist, die Seine. Wie weit sie da ihr männliches Publikum herumbringt, soll bitte jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall ist durch diese Oper die antike Großfigur zum ersten Mal im nördlichen Europa erlebbar. Dass wir nördlich in 2000 Jahren keine einzige Frauenfigur geschafft haben, die dem Helena-Mythos gewachsen wäre,
sagt etwas über die Rolle der Frau in der Antike und bei uns. Durchaus möglich, dass die Jungfrau Maria daran nicht unbeteiligt war. Oder ist. Das heißt, die Jungfräulichkeit unserer höchsten Mutter, also jeder Mutter, ist offenbar eine geringere Zumutung als die Unbesitzbarkeit der Frau schlechthin. Die jungfräuliche Empfängnis wäre dann also die rückwärtsgewandte Utopie einer Männerkultur. Deshalb hieße der Ödipus-Komplex, dieser doch aus überladenen bürgerlichen Schlafzimmern stammende Vereinfachungs- und Drohbegriff, hieße er bei weitem sinnvoller Marienkomplex. Aber lassen wir die familiären Überempfindlichkeiten. Überhaupt eine Kultur der Liebe auf Treue zu gründen, ist notwendigerweise eine Betrugskultur, beziehungsweise eine Kultur des Betrugs. Ich meine, Hoffmannsthal verrät in seinem Helena-Aufsatz die in seinem Text versuchte Kühnheit, wenn er, was diese Helena mitten unter uns anrichtet, ins Unbelangbar, Unerlebbar Höhere verschreibt, wenn er sagt, sie schwebte über dem allen unheimlich bezaubernde, nicht zu bindende Göttin. Das ist Kulturjargon. Da ist man doch dankbar, wenn man von den Experten erfährt, der Chorlyriker Stesichoros sei im 6. Jahrhundert vor Christus erblindet, weil er Helena als schuldige Ehebrecherin dargestellt habe. Dann habe er aber die glimpflichere Version nachgeliefert, die Helena in Troja nur ein Phantom, die wirkliche, die brave Helena dagegen Ägypten, und siehe da, er wurde wieder sehend. Durch diese Strafe und diese Amnestie wird des Kummers Kern, die weibliche Untreue, nicht wegkultiviert, sondern sanft tabuisiert. Aber die Verklärung unserer Mangelhaftigkeit durch deren exemplarische Vorführung in einer Helena-Oper, das ist eine schöne Leistung in der Verwaltung des Nichts. Erklären ist nichts, verklären alles. Und das kann nur Musik. Und sie kann es nur, weil es Frauenstimmen gibt. Nur die Frauenstimme macht aus unserem unsäglichen Verlust einen reinen Gewinn. Ich danke.